So Leute, wir sind wieder zurück. Die Bettwälzer dabei und wir schauen uns jetzt den Turm an. Jo. Schauen wir mal, ich weiß nicht, was da noch für Gebäude gibt auf den Gebieten. Da drüben ist gleich noch eine Baracke, aber die kann man nicht rein. Ich bin gespannt wirklich, wie weit man auf den Turm raufkommt. Ob man da wieder runterglitscht. Wenn man da rausglitscht, ja. Dann ist vorbei. Dann springen wir alle. Alter. Ah, man hat sicher den Urausblick von da oben. Kletterst du schon hoch? Weil bei mir stehst du noch. Ich kletter schon hoch, ja. Bei uns läufst du gegen die Wand. Ich glaube, ja, es geht nur einer immer auf der Leiter. Also ich kletter jetzt hinter dir. Ja, kletter einfach. Bin jetzt oben einmal in den ersten Stock. Da geht's aber nachher noch einmal weiter. Da ist jetzt mal die erste Plattform. Da sieht man Angst. Schon weit. Bist du wahnsinnig. Und ich glaube, da geht's noch weiter rauf. Also ich bin jetzt auf jeden Fall auch mal oben auf der Plattform. Bist du... Ich kletter jetzt weiter nachher. Hier kommt man nicht hoch. Nein? Oh, nee. Schade. Also geht's nicht mehr weiter? Nein, ich glaube, man kann noch weiter rauf. Wäre cool gewesen. Aber es wäre jetzt genial, wenn man in den Satelliten-Schüssel-Dingsbums drinnen stehen würde und man verglüht. Weil in echt, wenn man da reingreift mit der Hand, fangt die ins... sind ja Mikrowellen meistens. Ja. Fangst du ja ins Braten an. Sofort. Echt? Ja. Wir haben da mal einen Ausflug, weil ich bin ja technische Schule gegangen und so weiter. Ja. Ausflug zu unseren Sendemasten in Wien gemacht. Zum Fernsehturm. Und da hat er den Test gemacht, hat auf ein Holzstück ein Stück ein Hähnchen draufgegeben. Okay. Und hat das kurz davor gebraten. Halt vor der Stärksten hat er das zwar gemacht, aber die Kleinen sind auch schon können auch schon einiges anrichten. Seid ihr wieder unten? Ich klette gerade runter, ja. Weil ich bin jetzt unten. Jo. Na, da oben war eigentlich nicht wirklich was. Nee, leider. Weg ab. Ja, irgendwie schon. Ich spring gleich drüber. Nee, ich erschieße ihn. Und lauf dann drüber. So, gibt's da noch irgendwelche Gebäude? Glaub nicht, oder? Nee. Na. Oder? Na. Nee. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir dort einmal so in Richtung Norden. Ja. Jetzt muss ich nur mal überlegen. Warte mal da. Ich schau nochmal kurz auf die. Nein, ich bin ein Idiot. Okay, die Aufnahme hat es eh nicht abgebrochen, habe ich ein Glück gehabt. Ich bin nämlich rausgedeppt. Ich glaube, wir müssen da nach links hinauflaufen, oder? Wenn wir rauskommen. Richtung Norden. Ja, so links und dann geht das hin. Ich denke gerne die Straße, Straße entlang gehen, oder? Sinnvoller. Ja. Dann laufen wir mal in die Richtung, würde ich fast behaupten. Dann müssen wir zu der Stadt kommen, was wir gesagt haben. Ja, genau. Weil ich glaube, die Straße macht da unten nachher einen Rechtsgeg hinüber. Genau. Nein, es ist wirklich halt auf nochmal zu YouTube zurück, es ist wirklich wichtig, dass man einfach die Kontakte aufrechterhält und ja. es gibt zwar manchmal Leute dabei, da wo du da denkst am Anfang, ja coole Leute, und dann, wenn du es näher kennenlernst, stellst du sich ein bisschen anders heraus. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon erlebt. Bei uns nicht. Und nee, gerade wenn bei manchen Leuten auch, wenn sie glauben, sie sind größer und dann einfach arrogant werden oder sonst was, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, das kann man von dir auf keinen Fall behaupten, weil man sieht, also Stand jetzt, im Moment heute, haben wir 82 Abonnenten, du 900 plus. Ja, 907 oder sowas nur mehr. Ja, und der Unterschied ist ja doch schon recht groß. Ja, und trotzdem. Aber das ist kein Problem, wir helfen dir trotzdem. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt auf eure 80 Abonnenten. Ah, nein, ja. Oh ja, 80 sind es genau. 82 habt ihr minus 2 hast gesagt. Halt minus mich und dann minus dich einmal. Ja. So, ich überlege jetzt gerade, wo wir. Eigentlich müssten wir dann auch rechts rauf gleich laufen, oder? Ja. Wir könnten da was trinken noch. Was kann man daraus trinken? Ja, ja. Ich muss in die Ego-Perspektive. Das hast du vorhin gemacht. Vorhin hat er 7. In die Ego-Perspektive wechseln und dann kannst du trinken. Ich mach mich auch mal voll. Ich fülle mir auch meine Wasserflasche gleich auf.
Und da jetzt machst du einfach so lange F drücken, bis dort steht, I'm really full oder so irgendwas. Das sagt er eh nachher. Wirklich so lange trinken, bis er es daft macht. Bei meiner I feel really full. Und dann steht unterhalb als vierter Status, Stuffed. Ja. So, jetzt mache ich noch die Flasche geschwind voll. Ich hoffe, das wird auch bald gepatcht, dass sie, dass man das Wasser nicht mehr trinken darf, was in den Flüssen und so weiter oder in den Seen so ist. Stehendes Wasser hat normalerweise sehr viele Bakterien, sollte man nicht einfach so trinken. Und weißt du, kommt drauf an, wo, also in der Pfalz ist das Wasser immer schön frisch. Ja, aber nicht beim See. Wenn der steht, sollte man es nicht trinken unbedingt. Ach ja, stimmt. Was wollte ich sagen? Von wo du das weißt? Das weiß man ja eigentlich aus Allgemeinbildung, aber ich bin ein richtiger Fan. Ich weiß nicht, ob es bei euch, ihr kriegt ja normalerweise in Österreich auch deutsches Fernsehen, oder? Ja. Also kennst du den Sender D-Max? Ja. Oder D-Max oder wie auch immer man es aussprechen mag. Bear Grylls. Ja. Ja, Bear Grylls oder das Survival Duo. Alter, ich lieb das. Ich lieb es einfach. Am schlimmsten der Survival Duo, das ist der komische, der Blasfüßige, ja, immer herumrennt. Cody Landin. Ich check ihn nicht, ich kapier den Typen nicht. Ja, ich freu mich auch. Der läuft überall barfuß rum. Ob da Schnee. Okay, bei Schnee hat er glaube ich Socken an. Ja, weil die Socken zieht er nachher aus und trinkt das Wasser draus. Richtig. Lecker. Das schmeckt dann so ein bisschen käsig bestimmt. Geschmack, Wasser mit Geschmack. Ja. Der ist überhaupt der Ärgste. Ja, auf D-Max schaue ich am liebsten, ist meine Lieblingsserie eigentlich die Gold Rush in Alaska. Ja, das ist auch geil. Oder was ich auch geil finde, sind die Sea Shepherds oder wie die heißen, die sich gegen den Walfang da wehren. Ja. Das ist ganz geil. Hey, seit wann gibt's in den Häusern Spawn? Keine Ahnung. Ich will auch mal mitreden. Also ich mag SpongeBob. Ja. Nein, ich nicht. Ah, schade, da will ja ich irgendwas. Einmal was sagen. Hier ist ein Hut. Hut! Das ist jetzt neu, dass da ist eine Spraydose, falls wer Waffen einfärben will oder irgendwas. Also meine Musin ist schon Camouflage, also. Was, eine Spraydose? Ja. Suche ich nämlich schon seit geraumer Zeit. Eine schwarze wäre hier oben. Oben? Ja. Nur aufpassen, dass du nicht runterfliegst. Also. Also wie geht das jetzt? Das kommt davon, ich weiß nicht, du hast was hast du für eine Waffe? M4. Da kannst du die einzelnen Teile, glaube ich, sogar einfärben. Halt, du ziehst einfach die Dose auf den Teil so drauf und dann müsste stehen, cool, dass er das färben tut. Oder steht, es geht nicht. Doch, ab jetzt das Magazin färben können und die Waffe. Halt, die schwarze Waffe wird sich nicht viel verändern, aber wenn du so grüne Anbauteile hast oder sowas, schätze ich mal. Ich weiß jetzt mal, ob sich was verändert hat. Naja. Für mich schaut sie aus wie vorher. Ja. Das Magazin vielleicht, wenn es kein schwarzes gehabt hast, dass es jetzt schwarz wird. Oder hast du auch ein schwarzes Magazin gehabt? Ja, schwarz. Ja, dann ist klar, dass sich nicht viel verändert. So, ja, ich glaube, wir müssen. Mit schwarz. In Richtung Norden weiter, oder? So ungefähr. Ja. Rechts rum. Ja. Ja, das müsste ungefähr Norden sein halt. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber. Ah ja. Ich würde gerne mal wirklich in echt so eine oder zwei Wochen so Survival-Training machen. Das wäre echt mal interessante Erfahrung, glaube ich. Du würdest keinen Tag aushalten. Oh ja. Glaube ich schon, wenn man es machen will, dann halt hält man es auch aus. Aber nur alleine, halt du brauchst, wenn er sagt Training, finde ich, da hört sich das ja so an, wie wenn du einen Survival Trainer halt dabei hast. Dass er dir was beibringt. Oder willst du nur alleine was machen? Ja, alleine würde ich schon machen, aber dann halt nicht irgendwo so weit von der Zivilisation weg. Halt schon, dass du die Möglichkeit hast, wenn was passiert, weißt du. Also im Rewe oder so. Ja. Nein, halt ich glaube alleine ist, dass du, ich komme ja vom Land und ich komme ja auch von, halt bin ja oft im Wald unterwegs und so weiter. Ja, selber erklärt dein was? Hast erklärt, warum du diesen Simulator spielst. ich komme selber halt, unser Nachbarsbauer, da wo ich halt auch helfe ab und zu, und wir haben selber 10 Hektar Wald. Okay. Circa, und den bitte immer selber bewirtschaften noch. Okay. Und das ist nicht wenig.
Ja, es geht. 10 Fußballfelder. Ja, oder? Nein, ein bisschen. Fußballfelder, wie viel? 120 mal 40 oder sowas, oder? Ist unterschiedlich. Und ein ja, circa standardmäßig. Ja, circa. Und ein Hektar ist ja 10.000 Quadratmeter. Ja. Halt ein bisschen mehr. 4 Fußballfelder. Ja. Oder 2 Fußballfelder, circa. Und da habe ich halt doch einiges an Erfahrung. Wir haben auch damals früher draußen gecampt, einfach irgendwo in einem Zelt oder sowas. Und ja. Wo sind wir jetzt eigentlich auf dem Weg hin? Ich hab keine Ahnung. Gut. Eigentlich wollten wir die eine Stadt, aber ihr habt mich hier vom Weg weg wollen bringen, keine Ahnung. Da drüben wäre eine Stadt, sehe ich gerade, links von uns. Ja. Aber ist da vorne auch irgendwo was? Also rechts sehe ich mal nix. Ich glaube, wir sollten eh darüber laufen, vielleicht, dass wir mal wissen, wo wir wieder sind. Ja. Ist gleich sinnvoll. Ja. Ja, bei mir ist auch so, also ich war früher wirklich oft draußen, also fast täglich. Und da haben wir auch schon, also mit Kollegen zusammen, dann im Winter irgendwas gebaut, im Schnee dann irgendwo im Wald irgendwas mit Holz zusammengebaut und dann ein kleines Feuer angemacht und so, also auch so richtig kleiner. Nee, das war ein Hase bestimmt. Ich glaube auch, dass es ein Hase war. So ein richtig kleiner Feuerteufel. Ja, okay, wurscht. Spawnen wir gleich wieder auf den Server, einfach. Ja. Das ist nicht so stark. Rausgehen, ne? Erstmal. Einfach rausgehen und dann gleich wieder spawnen. Ihr müsst mir jetzt in den Verlauf drinnen haben. Wenn ich jetzt wüsste, wie er gegessen hat, nein, der war es nicht. Der Server ist noch nicht da. Schauen wir mal kurz einen Refresh machen noch. Ach Gott, ist ja nicht so schlimm. Dann nehmen wir halt einen anderen. Nehmen wir den da. Halt am besten spawnt man nach, sollte dann ja gleich. Wie heißt denn der? Mach doch einfach Spiel beitreten. Boah. Ich hab nicht auf die Tageszeit geschaut. Ah, ist eh Tag. Okay. Aber ich kann gerade gar nichts. Was? Kann gerade gar nichts sehen. Ja, mach Escape und dann auf Video. Okay. Dann sollte es gehen. Ja. So, da, warte mal. Bei mir regnet's. Nein, mach Escape und dann auf Video. Bei mir regnet's auch. Obwohl bei mir regnet's noch nicht. Aber es fängt, glaube ich, an. Ich glaube, da drüben wollten wir hin, oder? Zu der Stadt da. Ja, die sehe ich jetzt nicht mehr. Die ist bei mir im Nebel verschwunden. Nein, ich sehe ein paar Häuser, sehe ich noch. Okay. Ja, das, ich glaube, sowas bringt einem, wenn man das als Kind macht, so draußen herumdollen mehr und auch teilweise so Sachen machen, irgendwas bauen oder auch einmal ein bisschen Lagerfeuer. Ich glaube, sowas bringt einem schon im Leben auch einiges. Ja, es ist halt auch, keine Ahnung, also ich wohne direkt neben Wald und weißt du, es ist auch so, wenn ich im Sommer zum Beispiel mit dem Hund abends spazieren gehe, siehst du am Waldrand die Rehe stehen und so, ja. 100 Meter weg, also ich bin, was die Natur angeht, eigentlich auch relativ... Okay, wir wollten eigentlich nicht dahin, wir wollten da links rüber, aber ist egal. Laufen wir mal dort hin. Sind auch Häuser. Ja, warte aus. Ich kann schon wieder nicht mitreden bei dem Thema. Ich bin eher so das Kellerkind. Naja, das habe ich eigentlich... Ich habe das immer früher so gehabt, dass ich... Ich wohne ja in Wien, aber komm aus dem Waldviertel, halt wirklich Landgegend. Und war dort im Endeffekt in der Schulzeit, sagen wir so bis zur... 7. 8. Klasse eigentlich alle Sommerferien dort. Sommerferien, die ganzen Ferien, Wochenende und so weiter, immer draußen. Und danach hat es eigentlich ein Jahr angefangen, dass wir die Schule weggehen, zwischendurch irgendwas unternehmen mit Freunden, bla bla bla. Dann bist du wieder ein Wochenende herinnen geblieben und jetzt in den letzten 2-3 Jahren ist auch heftiger, da bin ich auch eher, da bin ich nicht einmal im Monat durchschnittlich am Land. Ja. Weil es sich einfach zeitmäßig nicht mehr ausgeht durchs Lernen, weil wenn ich draußen bin, lerne ich nichts. Ja. Das ist bei mir das Problem, komplett. Ja, das stimmt. Und dann, wenn du die Uni hast, den Stoff zu lernen, da kannst du nachher nicht sagen, ich mache jetzt mal ein Wochenende nichts. Ja, das stimmt schon. Nee, aber ich glaube, so, wenn ich mal wirklich Zeit habe, dann melde ich mich, glaube ich, mal in so einem Survival Camp.
Aber eigentlich, wenn du dich anmeldest irgendwo, ist es schon scheiße. Eigentlich muss man es wirklich einfach so machen. Du schnappst dir einen Rucksack, machst irgendeinen Scheiß rein und gehst einfach mal in den Wald. Ja, du musst halt wissen, auch ungefähr die Gegend. Aber ja, wir reden über das Thema dann im nächsten Part weiter, weil wir haben schon wieder unsere 15 Minuten erreicht. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.